Hallo zusammen, bei unserem Blockhop für Oktober haben wir das Thema Goldener Herbst, Gold oder Kupfer, wie auch immer. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal bei der Gelegenheit eine neue Technik, und zwar die Metall-Embossing-Technik. Ich habe hier schon mal eine Karte gemacht. Das ist auch die, die ihr auf meinem Blog seht. Und da seht ihr, dass hier das aussieht wie so reingeprägt, dieses Blatt, wie so ein Kupferstich quasi. Das habe ich dann noch verziert mit verschiedenen Elementen und habe ein Holzdekopapier in den Hintergrund geklebt und noch ein bisschen Goldpünktchen, dass es nicht so langweilig wirkt, und einen Spruch aufgebracht. Und dahinter ist noch ein kleines Band hier, so ein Juteband, sieht man kaum. So, und es geht aber jetzt hier um diese Prägetechnik, die ich heute euch zeigen möchte. Das kleine Blatt, das ist ganz normal embossed, ne? Man tut Versamark auf den Stempel, stempelt das auf Flüsterweiß, Pulver drüber, föhnen, fertig. Das ist die normale Technik, aber es geht jetzt um den Hintergrund, und den machen wir jetzt mal zusammen, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Das gibt eine kleine Materialschlacht. Ihr braucht dazu kupfernes Embossingpulver, habe ich genommen. Ihr könnt auch Gold nehmen oder Silber, was ihr möchtet. Ihr braucht ein Stempelset. Ich habe jetzt hier dieses Vintage Leaves genommen, Herbstblätter, weil das ja zum Herbst aktuell passt. Ihr braucht Versamark und ihr braucht ein Stückchen Seidenglanzpapier. Das ist kein Flüsterweiß, das ist dieses mit dem leichten Seidenglanz, dem Seidenschimmer. Das ist ein bisschen stärker und da kann man das wunderbar drauf embossen. Das hat auch noch einen schönen Nebeneffekt, dass es noch glitzert, da wo man es sieht. Gut, ich habe das Papier in 10 cm mal 9 cm gewählt, das ein bisschen kleiner ist, dass man so ein bisschen versetzt auf die Karte kleben kann. So, dann braucht ihr einen Blätterstempel. Ich habe jetzt mal das lange Blatt genommen. Darauf macht ihr schon etwas Versamark. Das ist so ein öliges Zeug, das man zum Embossen nimmt, das kennt ihr ja sicherlich. Damit bereitet ihr das Blatt schon mal vor für später, macht aber noch nichts damit, das legt ihr erstmal zur Seite. So, und jetzt kommt die schöne Schwängerei. Jetzt nehmt ihr das Versamark-Kissen und euer Seidenglanzpapier und mal weg hier. Stempelt da in der Mitte so ein bisschen, ihr müsst die Ränder nicht auch mit bestempeln. Ihr stempelt da so ein bisschen was drauf, dass das in etwa. Also da ist jetzt Versamark drauf, sodass das Embossing-Pulver kleben bleibt, wenn ich das gleich da drüber kippe. Ich habe hier ein DIN A4-Blatt vorbereitet, das ich in der Mitte geknickt habe. Dann könnt ihr später das Pulver wieder schön in das Döschen einfüllen. Ihr werdet das gleich sehen. So, jetzt beginnt die Sauerei. Erstmal das Pulver aufmachen. So, dann großzügig auf die Karte. Jetzt könnt ihr das ein bisschen hin und her bewegen. Und da, wo ihr gestempelt habt mit dem Versamark, da bleibt es dann hängen. So, an der Seite möchte ich das gar nicht haben. So, hier bleibt es überall hängen. Das überschüssige Pulver kann wieder zurück ins Töpfchen. So, und nun geht es ans Föhnen. Dauert immer ein bisschen, bis es reagiert. Und Vorsicht, das ist heiß mit den Fingern. Ihr solltet nicht so hektisch hier hin und her bewegen wie beim Haareföhnen, sondern lasst den Föhn ruhig erstmal auf einer Stelle ruhen, damit das Pulver schmilzen kann. Und dann bewegt ihr ihn langsam immer weiter.
Jetzt seht ihr schon den Effekt, es fängt an zu glänzen. Und Vorsicht, sehr heiß. Ich gehe mal auf die andere Seite jetzt. So. Ihr könnt auch eine Pinzette nehmen. So, jetzt seht ihr, ne, das Pulver schmilzt unter dem Föhn. So. Ich denke, das ist ganz gut geworden. So, jetzt hier seht ihr schon, glänzt es überall. Jetzt machen wir eine weitere Schicht darauf. Und zwar auf der Unterlage stempelt ihr das wieder mit Versamark voll. So. Müssen wir gleich ein bisschen schneller arbeiten. Ihr kippt wieder Pulver drauf, ordentlich. Und bewegt das ein bisschen hin und her. Da, wo es gestempelt ist, bleibt es hängen. Es darf ruhig ordentlich viel drauf sein. Den Rest des Pulvers lasst ihr diesmal im Papier. Ich sage das schon mal an, weil es muss jetzt gleich ein bisschen schneller gehen. Da könnt ihr ruhig nochmal ordentlich Pulver aufs Papier kippen. Wenn wir das gleich geföhnt haben, dann muss das noch, solange es warm ist, in diesen Berg Pulver gepresst werden, damit der dann da gleich auch noch hängen bleibt. Wir wollen eine ordentliche Schicht haben, damit wir dann das Blatt am Schluss da reinprägen können. Das schon mal vorweg. Also wir embossen das Ganze jetzt nochmal. Man kann auch von unten gegenföhnen. Man kann auch eine Pinzette nehmen, wenn es zu heiß wird am Finger. Das mache ich jetzt mal. Wenn das Papier sich zu sehr wälzt, könnt von der anderen Seite mal dagegen. So. Dann wird das wieder ein bisschen glatter. Ups. Aus dem Video gerutscht. Ich tue mal das Pulver hier ein bisschen aus dem Weg. Nicht, dass das dann mitschmilzt. Ist mir doch ein bisschen gefährlich. So, jetzt ordentlich hier. So, ihr seht, das schmilzt jetzt wieder schön. So, und jetzt, solange das feucht ist, schnell in das Pulver pumpen. So, dass das da kleben bleibt. Man muss ziemlich schnell arbeiten. Das kann ruhig ein ordentlicher Berg werden. Das ist jetzt nicht gleichmäßig geworden, ist aber auch nicht schlimm, weil das soll ja so ein bisschen kunstmäßig aussehen. Ist ein bisschen sehr dick. Ich verteile es mal ein bisschen. So. Nicht ganz so klumpig ist. So, diesen Klumpen föhnt ihr jetzt wieder, am besten von unten. Durch Power. So, und dann denkt ihr schon mal an euren Stempel, weil ihr müsst ihr jetzt auch gleich, solange das noch warm ist, drauf stempeln. So, ihr seht, das schmilzt. Macht ihr am besten von der hinteren Seite. Ich nehme nochmal die Pinzette. Es wird doch etwas heiß, damit das nicht wegfliegt, das Pulver. Schön von unten. So. Ich muss immer ein bisschen aus der Kamera. Von oben ein bisschen probieren noch. Ja, das wird besser von unten. Jetzt kriegt das so ein Krümpel. Ordentlich viel gewesen.
Ja. Es schmilzt. So. Das ist Speck. So, und wenn alles geschmolzen ist, dann schnell den Stempel nehmen und reindrücken, solange das noch warm ist, damit der Stempelabdruck sich da reinfriest. Keine Sorge, eurem Stempel passiert nichts. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. So, und das lasst ihr jetzt kurz antrocknen. Ordentlich reindrücken, antrocknen lassen. Und wenn es erkaltet ist, dann könnt ihr das abnehmen und dann müsste hoffentlich ein Blatt abgedruckt sein. So, in der Zwischenzeit räume ich mal hier ein bisschen auf. Und sammle mein Pulver wieder ein. Das nächste Objekt. So. Also ihr müsst das nicht alles wegschmeißen, keine Sorge. Das könnt ihr immer wieder aufsammeln, die Reste. Und wieder neu verwenden beim nächsten Mal. Das ist ganz gut. Also so viel Pulver verbraucht man dann letztendlich nicht, wie es aussieht. So, jetzt sollte das doch schon erkaltet sein. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Vorsichtig abziehen. Ich glaube, es ist noch nicht erkaltet. Ihr könnt euch ein bisschen mehr Zeit lassen als ich gerne beim Auskühlen, aber ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen und ich kann das mit dem Vorspulen hier nicht an meinem Video. Deswegen müsst ihr hier gemeinsam mit mir ausharren. So, ja. Und das ist das Ergebnis. Es wird jedes Mal anders, es ist immer wieder spannend. In der Mitte war dieser dicke Knubbel, deswegen ist das Blatt nicht vollständig drauf. Klar, da oben war kein Pulver, aber ich finde, es ist echt cool geworden und gibt einen schicken Look. Ihr könnt das jetzt auch noch zusammenschneiden, in irgendeine Form bringen, mit einem Framelit ausschneiden und als Element nehmen. Ihr könnt auch das Blätterframelit nehmen und das Blatt hier verwenden. Also es ist hier sehr erhaben. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera. Das ist hier erhaben und das ist ganz hart geworden. Und damit könnt ihr dann eure Karten gestalten oder Verpackungen, was auch immer ihr wollt. Hier ist es etwas zarter ausgefallen. Da hatte ich mich noch nicht getraut, so ganz viel Pulver da drauf zu kippen. Ist aber auch ein netter Effekt. Und dann könnt ihr das Ganze hier, wie gesagt, auf eine Karte kleben, verzieren und was auch immer damit tun. Ja, finde ich sehr cool, diese Technik. Ist mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ganz viele tolle Ideen, was ihr jetzt damit machen könnt. Und sicherlich kann man das auch mit anderen Motiven machen, mit Weihnachten oder einfach irgendwelchen Hintergrundmustern. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nicole. Und alles Weitere findet ihr unten unter diesem Video als Link. Da findet ihr den Link zu meinem Blog und da ist noch ein bisschen mehr zu der Karte erklärt. Bis dann, tschüss.